Heute erfährst du, wie wichtig es ist, dein Unterbewusstsein anzuschauen und welchen Einfluss oder welchen Unterschied es gibt zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Beitrag hier. Ja, ich möchte dir heute mal ein kleines Beispiel oder an einem kleinen Beispiel aufzeigen, welchen Unterschied es macht zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein oder unserem Unbewussten, wie viel eigentlich unbewusst abläuft und wie wenig auf der anderen Seite nur bewusst abläuft. Und zwar möchte ich dir das Ganze verdeutlichen an einem Glas Wasser. Wir haben ja jetzt Sommer, es ist heiß draußen und dann sind wir ja den ganzen Tag, hoffentlich zumindest, am Trinken, am Wasser trinken. Und dann kommt einfach der Impuls, ich habe Durst, ich möchte jetzt was trinken. Auf dem Schreibtisch steht das Glas Wasser, ich bekomme diesen Impuls, greife zu dem Glas Wasser, führe das Glas Wasser zum Mund, trinke einen Schluck und stelle das Glas nochmal ab. Das, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, das ist alles etwas, was mehr oder weniger auch bewusst abläuft. Was aber geschieht unbewusst, im Unbewussten, da sind ganz, ganz viele Prozesse am Werk. Wenn der Impuls kommt, ich habe Durst, ich möchte Wasser trinken, also in mein Bewusstsein kommt, dann läuft im Unbewussten Folgendes ab. Ich muss auf eine gewisse Art und Weise meinen Arm bewegen, ausstrecken zu dem Glas Wasser, auf eine gewisse Art und Weise meine Hand öffnen. Mit einem gewissen Kraftaufwand muss ich das Glas in die Hand nehmen, mit einem entsprechenden Winkel und Kraftaufwand wiederum zu meinem Mund führen, auf eine gewisse Art und Weise an den Mund ansetzen und nur einen gewissen Grad weit, ja, kippen quasi. Dann fange ich an zu trinken, schlucken und das ganze Prozedere nochmal zurück, um das Glas nochmal sicher auf dem Schreibtisch abzustellen. Und an dieser Beschreibung, das könnte man noch viel, viel mehr verfeinern, sieht man einfach, wie viele Prozesse da einfach unbewusst ablaufen. Weil das ist uns nicht bewusst. Wir haben lediglich den Impuls zu trinken, nehmen das Glas Wasser und trinken. Aber diese ganzen Prozesse, die im Körper unbewusst ablaufen, dass das auch wirklich funktioniert, die sind ja irgendwann mal angelegt worden, sonst könnten wir das nicht. Denn wenn wir ein Baby zum Beispiel nehmen, wenn das Durst hat, das sieht vielleicht, dass das Glas Wasser da steht, aber das Programm, zu dem Glas Wasser zu greifen, es an den Mund zu führen und zu trinken, das ist bei dem Baby nicht angelegt noch. Dazu muss es erst Erfahrungen sammeln und dazu kann es eben erst die entsprechenden, ja, Dateien im Unbewussten oder im Unterbewusstsein eben beschriften. Selbst wenn ich dem Baby nur mal das Glas Wasser in die Hand gebe oder in seine Händchen gebe, dann wird es allenfalls darin baden, weil es diesen gewissen Effekt, in welchem Winkel es das Glas zum Mund halten muss, um da wirklich zu trinken, das funktioniert nicht, weil diese Programme nicht angelegt sind. Und auch die Muskeln und alles, was da einfach auch mit eine Rolle spielt, das ist bei dem Baby auch noch nicht angelegt. Es wird sich also völlig, ja, ich sag mal, tapsig dran stellen. Und an diesem Beispiel möchte ich dir einfach mal verdeutlichen, wie viele Prozesse tagtäglich unbewusst ablaufen, wie wir doch unbewusst gesteuert sind. Das kann man ja auf alle Lebensbereiche beziehen. Das Glas Wasser hier, das sollte es ja einfach nur mal verdeutlichen. Was meine ich mit anderen Lebensbereichen? Da gibt es Bereiche im Leben, beruflich zum Beispiel, da bin ich unglücklich. Da habe ich das Gefühl, ich möchte mich jetzt selbst verwirklichen. Ich möchte meine Berufung finden und möchte mich vielleicht selbstständig machen, sei es direkt hauptberuflich oder eben auch nebenberuflich. Oder ich möchte im gesundheitlichen Bereich zum Beispiel meine Ernährung verändern, weil ich mit meinem Gewicht unglücklich bin oder weil ich mich nicht wirklich fit, hellwach und voll guter Energie fühle oder im privaten, im partnerschaftlichen Bereich. Ich möchte an meiner Partnerschaft etwas verändern. Ich möchte eine erfüllte, glücklichere Partnerschaft, eine lebendige Partnerschaft wieder haben. Also für jeden Bereich kann man das einfach nehmen. Und da sind im Unbewussten und im Unterbewusstsein, ich unterscheide da gern das Unbewusste und noch eine Etage tiefer das Unbewusste, ganz viele Themen und Prägungen auch verankert, angelegt, die uns dann entweder komplett daran hindern, unser Leben zu verändern, oder wir sind zwar dabei, uns auf unseren Herzensweg zu begeben, ganz gleich in welchem Bereich jetzt, beruflich, privat oder gesundheitlich, kommen aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil dann greifen im Unbewussten
diese Prägungen. Beruflich zum Beispiel, wenn ich eine erfolgreiche Firma gründen möchte und ich habe zum Beispiel in meiner Kinderstube mal etwas gehört, ungefiltert nehmen wir als Kinder ja alles auf, dass jemand aus einem weiteren Bekanntenkreis verstorben ist, der noch jung war und ein erfolgreiches Unternehmen gerade am Laufen hatte. Da nehme ich unbewusst als Kind auf, wenn ich jung und erfolgreich bin, ein florierendes Unternehmen habe, muss ich sterben. Und das ist wie ein Gummiband. Dann kann ich machen, was ich will, dann schaffe ich es immer nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, mein Unternehmen an den Start zu bringen und komme nicht weiter. Oder es geht dann eben bankrott oder pleite, ich muss Insolvenz anwenden oder ich komme einfach nicht weiter. Denke dann, okay, das ist doch nicht mein Ding, fange wieder was Neues an und merke dann, aha, ich komme wieder bis zum gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Punkt und den kann ich wieder nicht überwinden. Komm wieder nicht weiter, probier wieder was Neues. Und so ist das in Partnerschaftsbereichen eben auch. Da sind viele Prägungen angelegt, wo wir einfach die Eltern in ihrer Beziehung gesehen haben oder im Umfeld, wo wir aufgewachsen sind, Beziehungsabläufe gesehen haben und da entsprechende Prägungen und Themen angelegt haben. Und dann wundern wir uns, dass wir als erwachsener Mensch ja, uns nichts sehnlicher wünschen, als eine erfüllte Partnerschaft zu haben, als uns gesund zu ernähren, als eine Selbstständigkeit aufzubauen, mit der ich mir das Leben so gestalten kann, wie es wirklich meinem Herzen entspricht. Aber ich schaffe es nicht, diese entsprechende höhere Stufe zu erreichen, diesen Quantensprung wirklich zu machen, weil das wie ein Gummiband um mich herum ist. Bis zum gewissen Punkt kann ich das Gummiband spannen, aber dann reißt es mich wieder zurück und ich bin wieder in meinem Schneckenhaus. Und deshalb ist es so wichtig, sich seine Glaubenssätze, seine Themen, sein Unbewusstes, sein Unterbewusstsein mal anzuschauen, was da einfach an Themen und an Prägungen vergraben sind und diese dann eigentlich wirklich mal aufzuschlüsseln und umzuwandeln. Es kann alles zu jeder Zeit umgewandelt werden, ganz egal in welchem Alter du bist, ob du 30, 50 oder 60 bist oder gar Mitte 60 oder jetzt mit 70 vielleicht hier zuschaust und denkst, ich habe da doch noch einen Traum, den würde ich noch gerne in meinem Leben verwirklichen, damit das mein Leben zu einer runden Sache wird. Das ist alles jederzeit möglich. Der erste Schritt beginnt mit dem Erkennen oder vielleicht jetzt auch erstmal überhaupt mit dem Erkennen, wie diese Zusammenhänge sind, durch das Video hier vielleicht. Der zweite Schritt geht dann damit einher, dass ich wirklich die Entscheidung treffe, mich mit diesen ganzen Themen, die in mir vergraben sind, mich auseinanderzusetzen, mich zu beschäftigen, das auch bitte mal schriftlich zu notieren. Unser Verstand, unser Denker, der ist so listig, das stelle ich bei mir selbst immer wieder fest und habe es auch in meiner langjährigen Praxis, als ich noch so mit 1:1 Coachings gearbeitet habe, face to face festgestellt, sowohl bei mir als auch bei dem Gegenüber. Da hatten wir so ansatzweise die Idee, wo da das Thema begraben ist. Und im nächsten Moment war es weg, weil der Verstand es untergraben hat. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich diese Dinge schriftlich fixiert. Sobald man sich mit sich selbst beschäftigt, in der Stille, in der Einkehr, in der Ruhe und da Impulse bekommt, welche Prägungen da in einem drin sind zu dem entsprechenden Thema, was man einfach lösen möchte. Aufschreiben, direkt aufschreiben und dann schauen, wie kann ich das so wandeln, dass es jetzt förderlich für mich ist. Wie kann ich mich davon verabschieden? Da gibt es verschiedene Techniken und Möglichkeiten. Aber das sind alles so die ersten Schritte und das ist auch keine Sache, die macht man einmal und dann ist alles in Butter, sondern das ist ein Prozess, das ist vielleicht auch ein mehrjähriger Prozess. Aber wenn ich nicht mal anfange, mich auf diesen Weg zu begeben, dann werde ich auf diesem Weg oder an diesem, meinem Ziel, meinem Herzensweg, dem Leben, was wirklich meinem Herzen entspricht, auch nie ankommen. Und das sind so primäre Dinge, die ich jetzt an diesem simplen Beispiel mal gerne mit dir heute zu deiner Ermutigung teilen wollte, dich dazu zu ermutigen, dir deine Prägungen und Themen wirklich anzuschauen, dich damit zu beschäftigen, diese umzuwandeln. Es ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt, sein Leben entsprechend in die Hand zu nehmen, wenn man fühlt, ja, jetzt habe ich diese Information bekommen, jetzt packe ich es an. Und dann heißt es auch, glaub an dich selbst, bleib am Ball, ganz nach dem Motto, Aufgeber gewinne nie, Gewinner geben nie auf. Und dann wirst auch du zu deinem erfolgreichen, erfüllten, glücklichen und gesunden Leben finden, ganz gleich in welchen Bereichen du dir das gerade jetzt so sehr von Herzen wünschst.
Schick dir eine ganz herzliche Umarmung. Hoffe, ich konnte dich da jetzt ein bisschen inspirieren und anstecken. Schreib's mir gerne im Kommentarfeld mal, was so deine Gedanken dazu sind, ob du vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht hast. Lass uns da gerne austauschen. Alles Liebe, bis ganz bald. Das war die Irmgard.